Am Ostfuße des Dobrat spreitet sich, umschlossen von einem weiten Kranz von Bergen, das ausgefüllte Becken eines vorzeitlichen Sees, die Ebene von Villach aus. Eingebettet zwischen sanft gerundeten, bis zum Gipfel grünen Schieferbergen im Norden und steil aufragenden, mit kahlen Wänden starrenden Kahlkolossen im Süden, umgeben von langgestreckten, mit Kulturland und freundlichen Dörfern in anmutigem Wechsel bedeckten Terrassen, den einstigen Seeufern und durchzogen von den zwei bedeutendsten, sich hier vereinigenden Flüssen des Oberlandes, bietet die Villacher Ebene ein farbenreiches, prächtiges Landschaftsbild. An einem zumeist ebenen, anmutigen und offenen Platze. Ringsherum hat sie eine wohlbebaute Ackerfläche. Geht man vom höher gelegenen Teile der Stadt nach Norden bis zur Mitte, so schützt sie der Drauffluss mit seinem nahen und tiefen Wasser und verschönert sie. Unter den Städtern gibt es hochgebildete Adelige, vorsichtige und kluge Kaufleute, verlässliche Techniker und Handwerker. Die Frauen sind schön und ehrbar und können sich an Tüchtigkeit mit den Männern messen. Blendenbauern sei jüngster Sohn ist gegen es gescheit werden immun. Der Schulgern im Villach ist für den umsonst, das Rechnen ist für ihm eine Kunst, beim Turnen fällt der Rollball her, beim Singen brummt wie ein Bär, zum Schreiben hat er auch keine Pfoten, ein Vierer ist seine schönste Noten. Es nutzt nix, wenn er sich auch blockt. Einmal hat der Lehrer gefragt, wie nennt man das, wer sagt es geschwind, wenn viele Ochsen beisammen sind. Ich weiß, meldet sich der Gruber Pferde, viel Ochsen, das sind eine Herde. Brav, sagt der Lehrer, mit Bedauern sieht er den Sohn vom Blendenbauern, wie er der im Halbtraum hingebuckt, ganz teilnahmslos im Banklern huckt. Er schreit ihn an. Du fauler Fratz, wiederhole mir den letzten Satz. Der Bursch schreckt auf, dann sagt er geschwind, wenn viele Ochsen beisammen sind, ein Bieserle hat er gehört vom Pferde, da nennt man das eine Beherde. Thank you.
Schon die Illyrer, die vor Kelten und Römern in Kärnten siedelten, kannten und schätzten die heilkräftige Wirkung der Thermen von Warmbad. Die Quellen wurden schon in frühen Jahren in großen Becken vereinigt und begründen den Ruf Warmbads als Heilbad. Das Maibachl, eine Thermalquelle, die meist mit Beginn der Schneeschmelze am Dobratsch aus Geröll und Steingruß zur Oberfläche quillt. Noch immer grüßt von der vordersten Felsenkuppe der Ossiaher Tauern die Ruine der Burg Landskron weit ins Land hinaus. Und nachts wird die Ruine sommerüber so wunderbar angestrahlt, dass man meint, ein Märchenschloss stehe auf der steilen Höhe. Die Burg wurde zur schönsten Burg des Landes ausgebaut und erst als 1812 ein Blitzstrahl ihr Dach zerstörte, verfiel sie allmählich zur Ruine. In ihr sollen Schätze verborgen sein, welche verschiedene Burgherren dort vergraben haben, damit sie nicht in Feindeshände fielen. Schon wieder stehe vor dir und du schaust lei. Dein Wasser ist ein Spiegel für das, was grad ist. Wo ich noch alleinig war, hab ich mich schon in dir gesehen. Auf dem Ufer bin ich auf und abgegangen und hab gelacht oder geblärt. Du hast lei geschaut, mit Wöllen im Gesicht. Jetzt, wo ich nie mehr allein bin, stehe immer noch vor dir und sieg meine Kinder lochen. Und ich sieg auch die, wie's gleich schaust. Mit Wöllen im Gesicht.